ist halt was sehr Besonderes, weil die Stimme ja sehr persönlich ist und man singt einfach als Mensch, man hat kein Instrument dazwischen und das macht es irgendwie so schön und so, so unmittelbar. So natürlich, genau. Man begegnet sich sehr, sehr persönlich einfach. Im Studium haben Katrin und ich im Jazzchor gesungen und dann hatte ich einfach eine Zwischenprüfung und hatte dort ein Ensemblestück und hatte dafür eben Katrin und noch unseren Bariton Jonas und unseren ehemaligen Tenor Carsten gefragt. Und das haben wir gemacht und haben dann halt festgestellt, oh, da steckt halt irgendwie ein bisschen mehr drin und haben das dann halt weitergemacht, haben dann so eine Art Coaching bekommen bei Juan Garcia, der in der Chorwelt halt eine bekannte Größe ist. Und dann ging das auch auf seinen Rat zu einem Wettbewerb. Und genau, das war dann sozusagen der Anfang von allem, weil der Wettbewerb lief ziemlich gut. Und dann, genau, ging das so weiter. Haben wir gedacht, lass uns das mal doch weitermachen und professionalisieren. Until now, I knew this of myself, that if you Man kriegt irgendwann ein Gespür dafür, wie es funktioniert, eine Bandnummer für Ensemble zu übersetzen. Also da muss man sich auf jeden Fall gut kennen und wissen, wie die Stimme funktioniert, wissen, wie jeder von uns funktioniert. Und dann wird letztendlich ein Satz gebaut, der halt irgendwie emotional den Song abbildet. Also man kann ja die Instrumente gar nicht, oder das wollen wir auch nicht. Andere Bands versuchen das vielleicht, A Cappella-Bands, aber wir wollen emotional den Song abbilden. Dazu braucht es einen Bass und manchmal noch ein bisschen eine Percussion, um den Drive reinzukriegen. Aber ansonsten funktionieren A Cappella-Arrangements halt viel über Ausschmückung der Stimme. Und das ist halt unser Feature, darum geht's halt. Das Besondere an diesem Konzert ist sicherlich dieses Crossover von Klassik, in unserem Fall, im Fall von Ensemble Nobiles, und das eben in Begegnung mit Popmusik, mit Popsongs. Und das macht natürlich einen ganz besonderen Zauber für dieses Konzert aus. Der Paul und ich haben uns für diese Songs, die wir zusammen machen, also für die Werke oder Stücke, die wir zusammen singen, einfach zusammengesetzt und ausgelotet, was für eine Tonart brauchen wir. Zum Beispiel bei diesem Nachtlied, was wir machen, ist es halt so, dass wir die gleichen Tonarten zum Glück haben und dann einen guten Übergangspunkt gefunden haben von einem zum nächsten Stück und das versucht haben, so organisch wie möglich zu gestalten. Die Leute können entweder Klassik lieben oder Pop lieben, das andere können sie dann kennenlernen. Das finde ich auch sehr cool. Und stimmt, vor allem, dass die Leute wieder ins Konzert gehen. Das ist ja gerade, also es gibt ja ganz viele Bilder jetzt auf Social Media von verkauften Stadien und großen Riesenkonzerten von Sarah Connor und sonst nicht, also weißt du nicht. Und die Realität bei den kleinen Künstlern und bei den kleinen Kulturstätten sieht noch anders aus. Da sind die Verkaufszahlen so bei 20-30%, die Vorverkaufszahlen vor allem. Mhm. Und dann werden wieder Konzerte abgesagt, aber nicht wegen Corona, sondern wegen zu wenig verkauften Karten. Das ist super schade. Und deswegen finde ich es gut, dass es so einen MDR-Musiksommer gibt, der auch ein bisschen größer aufgestellt ist, wo kleine Künstler und Künstlerinnen wieder ein bisschen mehr nach vorne gehoben werden können und Konzerte einfach wieder schmackhaft gemacht werden.